Von dem her gehen wir rein und gucken uns den JMA Mammutmix an. Gönnen wir uns mal die Parts. Ich weiß nicht genau, wer dabei ist. Ich weiß natürlich, dass Kasa dabei ist, weil Kasa hat das hier aufgenommen. Mit diesem Mikrofon an dieser Position. Aber ich habe es nicht gemischt. Das hat der Neo übernommen. Von dem her schauen wir mal, wie das alles geworden ist und ja, wie so die Parts sind. Ich bin gespannt. Let's go. Rein da. Ey, warte mal, das ist aber ein anderer Beat, Alter, als der, den Kasa hatte. Wahrscheinlich mehrere Beats. Oder ein Beat, der sich verändert oder so. Okay, let's go. Flo war das, oder? Flo immer nice. Dicker, ich fick deine Mom, denn sie ist Filmgeil und macht's nur mit Rappern, die die meisten Klickzahlen haben. Nice. Und wenn du mich jetzt fragst, warum ich so eine Pisse rapp, ja, dann antworte ich dir mit Spritzgepäck. Zum Glück ist Konzept. Ah, nice, nice. Ist natürlich nur für die Leute, die mit dem JBB irgendwie was anfangen können, aber ich denke mal, der große Teil der JMA-Zuschauer kommt ja irgendwie von da. Ganz witzig, ja, so auf diese Diverse-Geschichte anzuspielen. Ganz funny. Aber ich muss sagen, direkt schon fällt mir auf, mische nicht so on fleek. Jetzt fragst, warum ich so eine Pisse rap. Also ich finde, Flo klingt sonst nicer. Rein jetzt vom Mixing. Tja, dann antworte ich dir mit Spritzgepäck. Zum Glück ist Konzept hier nicht drauf, denn sein Leben ist hart. Für ihn bin ich Deutschland, denn ich GmbH. Ich wollte nur schon mal einen Platz fürs nächste King-Finale reservieren. Das ist wie im Restaurant, denn ich lasse sie mir reservieren. Spaß beiseite. Reservieren. Naheliegend, noch nicht gehört, aber es ist immer ganz witzig, wenn man so Wörter hat, die man schon 10.000 Mal gehört hat, aber nicht auf die Idee kam, okay, aber reservieren ist natürlich auch... Finale reservieren, das ist wie im Restaurant, denn ich lasse sie mir reservieren. Spaß beiseite, genug Bad Bars für heute JMA. Bock gemacht und ihr sind echt geile Leute. Also ich find's nice, dass er selbst Bad Bar sagt. Ja, das macht's noch sympathischer. Spaß beiseite, genug Bad Bars für heute JMA. Bock gemacht und ihr sind echt geile Leute. Also unterstützt die Künstler auch noch nach diesem Turnier. Also außer Konzept, weil sonst die Nazis einmarschieren. Ich fick deine Mom, Dad. Ja, der ist doch bestimmt nicht da. Er macht auch den Einstieg oder was? Nein, kann doch nicht wahr sein, Digga. Aber ist natürlich ein Big Brain Move, ja, so reinzukommen. Ja, nice. Konzept war dieser, ah, fuck, Digga, was war das denn nochmal? Der war nur eine Runde dabei in der JMA, ne? Und da war das diese, hatte der wirklich so rechte Lines drin? War das nicht eher so Corona-maskenmäßig irgendwie, so diese Geschichte? Ich weiß es aber nicht mehr, inwiefern. Vielleicht war da auch so rechter Stuff am Start. Ja, Querdenker, Bro, aber das ist so ein breites Wort. Ach, Deutschland ist GmbH und so. Ah, okay, diese, okay. Dann habe ich schon wieder falsche Erinnerungen gehabt. Ich dachte, das wäre jetzt wirklich nur auf Corona bezogen. Okay, alles klar. Ja, gut. Ja, ist natürlich naheliegend, dass man da eine Line kickt. Also außer Konzept, weil sonst die Nazis einmarschieren. Ich fick deine Mom, Dad. Ist der Einstieg, den in Mammutmix ist immer nur die Wack-Rapper haben. Ey, was willst du dir denn einreden? Mein Leben, größer Zeichen, dein Leben. Keiner will dich live sehen. Yeah, Timothys Kumpel würde ich ja nicht mal bespucken. Der lange, dünne, trotzig hier auf einmal dämlich zu mucken. Der hat einen Track wie Johnny Depp und will dann hier wirklich dissen. Er doch, ich mach's wie seine Ex und ich verprüge das Früchtchen. Der Einzige mit Geld von euch ist Anwalt-TV. Der macht. Es ist natürlich ein sensibles Thema, aber nice. Ne, kann man kicken. Wenn man es in Musikform verarbeitet, Digga, dann musst du damit leben, ne, wenn das auch gegen dich benutzt wird. Nice. Seine Ex und ich verprüge das Früchtchen. Der Einzige mit Geld von euch ist Anwalt-TV. Der macht den Cash, ist Clay Reverse und schlägt zum Spaß seine Frau. Mehr als so mit Geld von euch ist Anwalt-TV. Der macht seine Ex und ich verprüge das Früchtchen. Der Einzige mit Geld von euch ist Anwalt-TV. Der macht den Cash, ist Clay Reverse und schlägt zum Spaß seine Frau. Scheiße, ich weiß nicht, von wem er redet, aber die Line ist geil. Ich mach den Cassius Clay Reverse. Oder er macht den Cassius Clay Reverse und schlägt zum Spaß seine Frau. Die Line ist geil, aber von wem? Ach, von Kuchen, sagt er. Einziger mit Geld von euch ist Anwalt-TV. Der macht den Cassius. Ach, deswegen Anwalt-TV. Ah, okay. Ja, ich konnte das gerade nicht zuordnen. Ich bin die ganze Zeit, was für Anwalt, Digga? Ja, ja, okay, ich verstehe. Ja, aber nice. Ah, okay. Ah, aber noch geiler, ja klar. Wegen dieser Kuchen- und Gina-Geschichte, die da im Raum steht. Das ist geil, Digga. Nice Line. Ist geil. Cash ist mit reingebracht, Kuchen mit reingebracht und den Cash ist Clay Reverse. Nice. Geile Line. Auch geil gerappt. Ja, aber auch Mische wieder nicht so geil, Alter. Also irgendwie, es klingt nicht so richtig fett. Clay Reverse und schlägt zum Spaß seine Frau. Mehr als so Leute, was für Business-Tipps. Von einem Schnösel und vier gottverdammten Opfern aus der Mittelschicht. Yeah. Jay ist wieder mal zufrieden, alle Rapper zahlen ihm Kohle. Denn es ist eine Ehre, von mir einen Feature-Part zu kriegen. Keine belanglosen Beats, habe Gesangsharmonien. Anstatt der JMA-2 wünscht sich mein Album-Release. Und auch wenn jede deiner Hooks echt peinlich eingesungen ist, Bruce dein Alien, danke, dass du für mich eingesprungen bist. Alle Rapper hier sind Filmstars. Ey, aber Timothy kommt geiler rein, als ich es erwartet hätte. Eingesungen ist, Bruce
bist ein Alien, danke, dass du für mich eingesprungen bist. Alle Rapper hier sind willensstark, doch nicht mehr als mit dem Mars. Ja, ich bin geflogen und zwar nach Griechenland per Business Class. Und sie sind von diesem Jungen fasziniert. Na und wen interessiert's, ich bin halt jung und talentiert. Ganz kurz, Nike-Schuhe, sympathisch. Und sie sind von diesem Jungen fasziniert. Na und wen interessiert's, ich bin halt jung und talentiert. Dicker, der beste Rapper, du brauchst gar nicht rum zu diskutieren. Und meine Bonusrunde war die beste Runde des Turniers. Nice, finde ich geil. Ja, war jetzt nicht so eine Signature-Line drin, die irgendwie übel geballert hat, aber war sehr rund und sehr nice anzuhören. Geil. Hätte gedacht, da kommt ja jetzt irgendwie musikalischer rein oder so, aber ihr wisst ja, ich stehe mehr da drauf. Gehen wir in den nächsten Part. Rapper, du brauchst gar nicht rum zu diskutieren. Und meine Bonusrunde war die beste Runde des Turniers. Cause this shit you do got no heart. I'm reaching for the clouds. If you're chasing clouds, think it's so smart. But hold up, I've been trying to show you how it is. Some be starting beef, but then be crying like a bitch. Most of you just compensate on the way, but ain't going places. Playing, but ain't winning games. Honestly, you're just being basic, overrated. There's no debating, got no faith, but then you preach. Don't give a fuck about what you say. And put a mask, we'll make you Ich finde, der hat eine komische Aussprache. Ich verstehe nicht die Worte so. Es klingt gar nicht so richtig nach Deutsch. Es klingt irgendwie anders. Es liegt, glaube ich, daran, an der Mische. Hey und Holy, kein Plan, was du jetzt von mir willst. Wirklich kreativer Front, die Mutter allein die Kill. Kriegst du von mir noch einen nett gemeinten Rat? Wenn dein Cock schon aussieht wie ein Block, geh besser mal zum Arzt. Ho. Scheiße, ich weiß nicht, auf welche Liner sich bezogen hat. Hab ich anscheinend schon wieder verdrängt. Ja, wisst, ich höre kein Ami-Rap, Mann. Ich bin da komplett auf Deutsch, deswegen kann ich mit dem Part nicht so viel anfangen. Aber scheinen ja Leute gut gefeiert zu haben. Das ist wahrscheinlich immer eine Geschmackssache. Der Dr. Lukas Frank. Leider, schade. Der ist, glaube ich, raus, oder? Ist mir so zu Ohren gekommen. Stimmt das? Ich glaube, Dr. Lukas Frank ist raus. Irgendwie nachvollziehbar, weil ich fand seine Runde in der JMA 2 auch nicht so geil. Also ich fand in der JMA 1 ist halt total geil gewesen. Aber in der die erste Runde, die er da eingereicht hat, oder die Quali, hat mich leider auch nicht so umgehauen, da war ich auch eher ein bisschen enttäuscht. Ja, aber ist halt so, man kann ja nicht immer. Hier noch einen nett gemeinten Rat, wenn dein Cock schon aussieht wie ein Block, geh besser mal zum Arzt. Ho. Hast ne Scheibe aus Gold, doch dich disst jeder. Ich bring die Scheiße ins Rollen wie ein Mistkäfer. Ja, ich mag solche, wenn man so strukturiert schreibt. Ich, du! Es gibt mir so ein bisschen Und-Vibes von Jay Jiggy. Und. Geh nochmal von vorne. Wenn dein Cock schon aussieht wie ein Block, geh besser mal zum Arzt, ho. Ich hast ne Scheibe aus Gold, doch dich disst jeder. Ich bring die Scheiße ins Rollen wie ein Mistkäfer. Gott mir meinen Erfolg, kickelt Schleim wie er wollt. Bleibt der einsame Wolf ohne Mittäter. Nice! Ihr seid enttäuscht von der geile Reimtechnik, Digga. Schön geil gereimt, mag ich. Jeder, ich bring die Scheiße ins Rollen wie ein Mistkäfer. Gott mir meinen Erfolg, kickelt Schleim wie er wollt. Bleibt der einsame Wolf ohne Mittäter. Ihr seid enttäuscht von der Mumble-Mucke. Dann hat man Zeug nur für euch. Bei mir läuft seit der Krabbelgruppe. Will ich sie mit meinen Händen boxen, dann rennt die Fotzen. Denn neben mir wirkt selbst Dennis Rodman wie Janis Joplin. Nach Leverkusen TV hier das zweite Babyface. Vielleicht wirklich nächste Staffel die JMA mit ABK. Ey, scheiße, warum sagt der Babyface? Da muss ich direkt an meine Soundkarte denken, weil ich hab hier von RME Babyface. So heißt die Soundkarte. Und die kommt dann direkt in meinen Kopf, wenn er das sagt. Hä? Was? Am schwächsten? Was labert ihr für Scheiße, Digga? Naja, sieht man mal, wie unterschiedlich der Geschmack ist. Ich würde safe nicht sagen, dass das der schlechteste Part ist, Digga. Krass. Einziger Part, der mir nicht gefällt auf dem Mix. What the hell? Da sind wir ja komplett anderer Meinung, Digga. Ich finde den voll nice. Weil der ist komplexer geschrieben als die anderen. Mit mehr durchdachteren Reimpattern. So, das feiere ich halt. Hier das zweite Babyface. Vielleicht wirklich nächste Staffel die JMA mit ABK. Weil dort jeder Künstler zu blöd ist, wird die zweite JMA die Herr der Ringe. Die Rückkehr des Königs. Ah. Killerstars, Digga, underrated MVPs. Starter selbst im besten Team wie Haaland in der Champions League. Ja, ich glaube, ihn mochte ich nicht so, oder? In der ersten Staffel, kann es sein? Bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, das habe ich sogar gut gehatet so. Ich glaube, das war Mucke, mit der ich gar nichts anfangen konnte, oder? Ja, ja, das waren so zwei Leute, aber die waren so sehr auf dieser neuen Welle so unterwegs. War halt eigentlich nicht so mein Film, glaube ich. Mal gucken, wie es hier so im Mammutmix ist. Das Digga, die zweite JMA, die Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Killerstars, Digga, underrated MVPs. Starter selbst im besten Team wie Haaland in der Champions League. Jeder denkt, dass er jetzt in der Industrie der Stars. Wird das Hochnehmen beendet, so wie induktives Laden. Check, der Finale. Oh, nice. Wie sagt, was sagt er? Industrie der Stars. Wird das Hochnehmen beendet, so. Wird durchs Hochnehmen beendet, so wie induktives Laden. Nice. Wie induktives Laden. Check. Der Finaleinzug von Morgana Schiebung. Denn der geht mir auf den Geist, so wie eine Sonderlackierung. Was mein Carport wert ist vor dem Truppenresort. Da könnte ich maßlos werden wie ein Grocery Store.
Ey, die Technik, den Step ahead wie der Roadrunner. Check die Phantom Call. Ey, Digga, der gibt mir gerade voll Sensor-Vibes. Bin ich der Einzige? Zumindest so die ersten Sekunden. Ich musste gerade voll an Sensor denken. Rein so vom, also wie er sich so im Video gibt, aber auch so vom Flow. Ich dachte ganz kurz Sensor irgendwie. Weiß auch nicht, vielleicht klingt es gleich wieder komplett anders. Aber so ganz kurz kam voll Sensor-Vibe irgendwie. To restore. Ey, die Technik, den Step ahead wie der Roadrunner. Check die Phantom Collection, doch bin kein Ghostbuster. Wir sind keine Rookies, wir haben Captain grad wie Raymond Holt und Händen das hier einsam wie der Lannister in Game of Thrones. Wie er übertreibt, Alter, mit seinem Outfit. Er nimmt das aber ganz schön ernst, das Ding. Dieser Laszlo kommt am Tipp dort frech im Discord-Chat. Ich claim es. Also scheiße, Mann, jetzt will ich wissen, was hier steht, warte. Chills und last oder last, wack, okay. Das war Kasa Speed. Wortgewandt und in schöner Sprache, sie meinen, ich wäre... Aber es ist krass, Digga. Also no hate an Neo, aber ich hätte es halt voll anders gemischt. Ich habe ja schon ganz viel von Kasa gemischt, ne? Aber ich hätte es komplett anders gemischt. Das klingt alles irgendwie, das ballert irgendwie alles nicht so. Ich finde das nicht übertrieben kacke, aber es ist schon so vom ganzen, vom Ersteindruck her... Also ich habe es nicht über die Boxen gehört, ich höre es halt nur über die Kopfhörer hier. Also es wirkt ein bisschen abschreckend, insofern, dass es halt nicht... Schön, also schön nach vorne, sauber und clean. Das klingt irgendwie so ein bisschen, warte, mir fällt das Wort nicht ein, so blechernd. Weiß ich nicht, was da los ist, ne? Ja, Neo hat fast keinen Part geil gemixt, was ja schade ist. Ja, komisch. Jay hat einfach nicht gut genug gezahlt. Ja, ich hätte halt gedacht, so, dass Neo da voll den Plan hat, ne? Weil der ja auch Beats macht und so. Und da gehe ich halt immer davon aus, dass jemand schon so einen Plan hat, so, wie gesagt, vielleicht war er unter Zeitdruck oder keine Ahnung, die Beats haben es irgendwie nicht hergegeben, was weiß ich, vielleicht. So ein Mischen ist ja nicht nur so ein technisches Ding, das ist ja auch ein künstlerisches. Das ist also sozusagen auch immer eine gewisse Geschmacksfrage, wie man Dinge, ja, wie man da rangeht und was man am Ende für einen Sound haben möchte. Vielleicht ist er auch total zufrieden, das weiß ich nicht. Aber ich wüsste, bei mir hätte es auf jeden Fall safe komplett anders geklungen, ja. Ich sage jetzt subjektiv für mich besser, aber empfinden dann vielleicht auch andere anders, ne? Achso, die sind doch von Neo selber, stimmt. Habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, ja. Okay. Ja, weiß ja nicht, hat Neo dazu irgendwas gesagt? Oder fällt euch das auch auf mit der Mische? Die ist halt nicht so, die ist schon nicht so on fleek, ne? Ist halt ein bisschen schade. Wortgewandt und in schöner Sprache. Sie meinen, ich wäre in meiner Art und Weise, wie ich schreibe, wie ich reime, einzigartig und mit meinem Pinsel meisterhaft, denn sie begeistert, was für Bilder ich in Köpfe male. Ja, ich find's bei Kasa halt auch geil. Er trifft insofern wieder meinen Geschmack, dass er halt wie Dr. Lukas Frank wieder so einen eigenen Reimschemata hat. Das feiere ich halt. Ne? So ein, nicht so dieses Typische, dass man so ein bisschen checken muss. Ah, okay, so sind die Reimer aufgeschrieben. So, bin da halt sowieso mal Fan von. Wortgewandt und in schöner Sprache. Sie meinen, ich wäre in meiner Art und Weise, wie ich schreibe, wie ich reime. Einzigartig und mit meinem Pinsel meisterhaft, denn sie begeistert, was für Bilder ich in Köpfe male. Trotz des roten Fadens sind die Bars nicht makellos. Nicht sagen, rap dir Parts, als wäre die Sprache tot. Ich bin nicht schadenfroh, doch höchstens coole Bars ist euer Feedback nach dem Lesen unter Jays Kommentarfunktion. Hä, aber ich finde den Part voll nachvollziehbar. Der ist doch jetzt nicht irgendwie wild durcheinander geschrieben, wie so aneinandergereihte Worte. Das fühle ich gar nicht. Also dem kann man auf jeden Fall gut folgen. Kasa hat weitaus abstraktere Songs geschrieben, ja, mit weitaus mehr Interpretationsspielraum. Ich finde, der ist recht klar geschrieben. Feedback nach dem Lesen unter Jays Kommentarfunktion. Ich hab kein Hype, weil ich drauf scheiße, ob's verliebt ist. Ich bin Kasa und seit damals schon der Beste und ich blieb es. Und ja, das ist halt geil. Kasa kann natürlich als jemand, der in den anderen Mammut-Mixen schon am Start war, ne, so eine kleine Hommage bringen oder die anspielen auf so eine alte Line. Das hat schon so eine eigene Magie dann. Weil ich drauf scheiße, ob's verliebt ist. Ich bin Kasa und seit damals schon der Beste und ich blieb es. Und zwar deshalb, weil ich mach, was ich am besten kann. Ein Ventil zu öffnen, wie damals, als der Rap entstand. Mein Platz unter nice. Der Sonne, bis der Himmel fällt. Jeder nimmt die Hand, wenn man ihm den kleinen Finger hält. Ey, ich weiß nicht, ich kann euch nicht sagen, woher dieses Video kommt, ne? Keine Ahnung, darum musste er sich ja kümmern, damit habe ich nichts zu tun, weiß nicht, vielleicht hat er keine Zeit gehabt oder so oder keine Kamera am Start gehabt, weiß nicht, das Video ist auf jeden Fall so geworden, wie es geworden ist, finde ich aber gar nicht so schlimm mit diesen Wolken an der Seite, es sieht natürlich nicht so professionell aus wie so ein 16:9 Video, aber es geht schon fit, ja, für so einen Mammutmix und das ist Kasa, der darf sowieso machen, was er will, nein.
Macht nur Spaß. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht von der Mische, weil es wurde halt auch hier aufgenommen und von dem her weiß ich, wie es klingen könnte. Aber ist egal. Ja, wollen wir mal hier nicht rumhaten. Ich mach, was ich am besten kann, ein Ventil zu öffnen, wie damals, als der Rap entstand. Such mein Platz unter der Sonne, bis der Himmel fällt. Jeder nimmt die Hand, wenn man ihm den kleinen Finger hält. Seh fast niemanden mit Leuchten. Wenn man ihm den Finger hinhält, meinst du? Wenn man ihm den kleinen Finger hält. Okay, ich halt deinen Finger. Himmel fällt, jeder nimmt die Hand, wenn man ihm den kleinen Finger hält. Seh fast niemanden mit leuchtenden Augen, nur träumende Pausen. Ich hör nicht auf die Leute da draußen, ey. Auch geiler Style, aber. Auch geiler Style. Niemanden mit leuchtenden Augen, nur träumende Pausen. Ich hör nicht auf die Leute da draußen, ey. Mitten im Sumpfgebiet, in Kunst verliebt. Du hörst genau den Unterschied. Machen oder warten, bis man Wunder sieht. Reicht der Bleistift nicht mehr, pumpt das Blei in dein Herz. Alle eitel und elitär, wir leiden an Schmerz. Keine Glücksgefühle. Finde ich aber geil, der gibt mir Feeling. Von der Art und Weise, wie er es delivert. Das ist nice. Pumpt das Blei in dein Herz, alle eitel und elitär, wir leiden an Schmerz. Keine Glücksgefühle, trotzdem alles bunt um mich rum. Zu viel müde von Vernunft, immer der wundeste Punkt, die Zeit geht um. Folgt dem Rhythm of the Night, Gott verdammt, ab und zu wirft Zeus ein Blitz eines in mein Tages Teich. Eines Tages werd ich grau und reich, doch bis dann frag ich mich, wo die Reise hingeht. Bewege mich durch Raum und Zeit, auf der Suche nach einem Ort, wo ein leiser Wind weht. Ey, Digga, wie krass klingt das denn bitte? Das klingt so, als wäre das so ein Song von denen. Die sollen mal einen Song draus machen. Bro, was ist denn da los? Ich muss noch mal komplett rein. Wie geil wäre das denn als Song? Jeder von denen so ein 16er und er als Hook dazwischen, Bro. Bro, voll schade, das so in Mammutmix zu hauen. Das wäre doch voll so ein Songpotenzial. Und so wirft Zeus ein Blitz eines in mein Tages werde ich grau und reich. Doch bis dann frag ich mich, wo die Reise hingeht. Bewege mich durch Raum und Zeit. Auf der Suche nach einem Ort, wo ein leiser Wind weht. Nichts wird passieren, wenn ich nichts bewege. Ja, und es fickt mein Gehirn, wenn du's nicht verstehst. Ja, eines Tages werde ich grau und reich. Doch bis dann frag ich mich, wo die Reise hingeht. Ich find's ganz geil. Ich find's ganz geil. Passt halt super auf den Beat. Er hat den gut auseinandergenommen. Hätte mir voll einen Song vorstellen können. Kasa, erster Part oder so. Danach M-Dog. Geil. Und reicht doch bis dann frag ich mich, wo die Reise hingeht. Alter, Lasko ist ja sogar da. Alter, Kuss auf deine Nuss, mein Süßer. Da hast du aber was abgeliefert. Geiles Ding. Wirklich. Und reicht doch bis dann frag ich mich, wo die Reise hingeht. Gib den Fick auf euren an den Standard adaptierten Biss, dass ihr Versager seid, da ändert doch ne Chartplatzierung nichts. Doch im Endeffekt hab ich gar nichts übrig für Hetze, aber die dämlichsten Hunde sehen nur die dümmsten Konzepte. Stellt euch mal vor, ihr würdet Mucke nur hören, wenn man sie in einem Turnier auch als ne Runde kriegt. Aber außerhalb davon gibt man sich den Künstlern nicht, weil warum auch? Was für eine krasse Community. Boah, er ist ja richtig sauer. Hä, was ist mit ihm? Bro, ja, aber das ist doch klar. So ist nun mal die Welt, Digi. Wenn du bei einem Turnier mitmachst. Ja, er ist ja richtig sauer, Digga. Ist ja richtig traurig. Warum? Ja, das ist so ein bisschen. Ich meine, ich verstehe natürlich die Frustration. Ja, vor allem wir JBBler. Wir kennen, also vor allem, ich will jetzt nicht dem Zepter Lyrium, sorry, das nicht absprechen. Ne? Aber vor allem jetzt, ich rede jetzt vor allem von diesen JBB-Teilnehmern, als dieser Hype wirklich noch riesig war. Die haben ja diesen Absturz am eigenen Leib erfahren. Aber ich würde das jetzt nie so auf die Zuschauer abwälzen, weil, naja, so, ich weiß ja vorher, worauf ich mich einlasse. Wenn ich beim JBB mitmache, ist mir klar, dass mich da nicht alle danach lieben und verfolgen werden. Dann gibt es halt einen kleinen Teil, selbst wenn es nur 5, 6 sind oder so, die sich dann denken, cooler Typ, da schaue ich öfter mal rein. Ne? Und das ist ja auch bei so einem Turnier so. Da musst du die Leute halt richtig abholen, damit sie sich noch ein bisschen auf deiner Künstlerpage rumbewegen oder die dich verfolgen wollen. Das ist nun mal so. Und ich glaube schon, dass es Leute gab, die von der JMA profitiert haben. Also ich könnte mir vorstellen, Written jetzt zum Beispiel, den kannte ich zum Beispiel gar nicht. Vielleicht hatte der schon einen gewissen Namen, weiß ich jetzt nicht. Aber ich kannte den halt nicht. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute den da zum ersten Mal irgendwie gesehen haben und sich gedacht haben, ey, krass, der kann ja, der ist ja krass unterwegs, check ich mal aus, was da abgeht. Ja? Und wenn du die Leute halt nicht so abgeholt hast oder nicht so flashen konntest, dass sie sich gedacht haben, boah, geil, Digga, da muss ich mal richtig abchecken, was geht da ab? Dann bist du halt irgendwie entweder selber schuld oder der Geschmack von dem, was du machst und dem, was die Leute da hören möchten, trifft es halt nicht so ganz. Aber dann so rumzunörgeln irgendwie, es hat halt einen komischen Vibe, so. Es wirkt halt irgendwie ein bisschen weird. So, oder halt so dieses mäßige, ja, warum seid ihr denn alle nur scheiße? Was seid ihr bitte für eine Community, dass ihr nicht mal meine normalen Lieder hört? So, das ist so, hat irgendwie so einen weirden Beigeschmack, diesen Part zu hören.
Na egal, wir gehen mal rein. Davon gibt man sich den Künstler nicht, weil warum auch? Was für eine krasse Community, scheiße auf die Szene. Mir geht's übertrieben gut, hab nur was übrig für die Crew. Schwestern und Brüder bis aufs Blut. Hab mit dem, was du redest, nicht aufgepasst. Und jetzt geh mir nicht auf den Sack. Ja, aber auch ungewohnt aggressiv irgendwie. Also die anderen Parts, die haben irgendwie von der Stimmung so ein bisschen besser gepasst. Das ist irgendwie so, sticht so ein bisschen heraus so. Hat für mich nicht so gut gevibed mit dem Beat so. Was du redest, nicht aufgepasst und jetzt geh mir nicht auf den Sack. Sehen, Treppenstufen rauf, 20 wieder runter. Ein Märchen geht zu Ende, ich bin tief am Schlummer. Ich bin Peter. Okay, ganz, ganz gute Reimsetzung. Jetzt geh mir nicht auf den Sack. Sehen, Treppenstufen rauf, 20 wieder runter. Ein Märchen geht zu Ende, ich bin tief am Schlummer. Ich bin. Ja, ich ist so eine Geschmackssache, aber ich finde diesen Reim, wie er den dann so einen Takt verschiebt, irgendwie weird. Japan im Land des Kummers, sag, was ist geschehen, alle sind verschwunden. Zwischen großen Kathedralen und paar Kleinstadtgassen höre ich keinen außer mir noch für mich Beifall klatschen. Vielleicht hätte hier noch nichts mehr dazu, Asche im Staub. Bin mit meinem Bruder zwischen Bruder und Budapest blau. So, 24. Es klingt halt irgendwie so, als wäre da überall das gleiche Preset drauf. Weil klang der Eros nicht so viel musikalischer in seinen Runden? Sie sieben Donkey Kong auf der Couch, ja du willst noch was an mir ändern, bitte mach dir nicht raus. Es versteht sich von selbst, mit mir zu hängen ist sick, nur mit den Homies unterwegs und eines Tages werde ich grau und reich, doch bis dann frag ich mich, wo die Reise hingeht. Bewege mich durch Raum und Zeit, doch versuche nach einem Ort, wo ein Eiser sind. Und damit die Leute das nicht falsch verstehen, Lasko zum Beispiel, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, es ist schon wieder lange her, wir haben viele Turniere geguckt, aber ich glaube, in der JMA hat er mir nicht so gut gefallen, aber das Problem liegt ja dann oft daran, ich mag halt nicht, wenn das der ganze Song ist. Ja, ich stehe halt auf diese geilen Parts, ne, mit Bars. Aber in der Hook zum Beispiel finde ich es geil. Wenn in der Hook irgendwie eine schöne musikalische Hook kommt, um so diese Gesamtstimmung aufzufangen oder so, oder kurz mal den Kopf ausruhen zu lassen von den Lines und so ein bisschen in so einfacheres Gefilde zu gehen, was jetzt so den Text betrifft, finde ich das halt ganz geil, so als Abwechslung für die Pause, so zum Ausruhen. Oder halt auch einfach, ja, um diese Stimmung und ja, nice, diesen Aufhänger zu haben in der Hook. Und deswegen finde ich das sehr nice. Ja, wenn das so, die ganzen Parts auch, ich weiß aber nicht, ob es bei ihm so war. War das so bei ihm? Aber ich glaube, die Parts, also er war allgemein immer sehr so, diesen musikalischen Film ist er so komplett gefahren, oder? Und ich glaube, deswegen war das dann nicht so, war das in der JMA 1 nicht so mein Ding. Und aber so als Hook, mega. Versuche nach einem Ort, wo ein Eiser sind, fehlt. Nichts wird passieren, wenn ich nichts bewege. Ja, und es fickt mein Gehirn, wenn du es nicht verstehst. Ja, eines Tages werde ich rau und reich. Doch bis dann frage ich mich, wo die Reise hingeht. Wie lange haben wir noch? Noch 2 Minuten, letzter Beat wahrscheinlich. Written, der Süße. Pokémon, yay! Written steht, Motherfucker rufen mich ins Café. Aber ich bewies, ich bin der Falsche für ein Tischgespräch. Flow ist wunderschön, doch seine Mucke ist zum Umfallen. Selbst wenn sie vorweg nach retten würde, würde ich stumm schalten. Vater tot, bester Freund tot, Mama krank und mein Herz gestört. Alles leichter zu verdauen, als Tracks von BRZ zu hören. Bis oh, Alter, was ein Front, Bruder. Oh, ja. Alter, gibt er ihm aber. Deine Mucke ist zum Umfallen. Selbst wenn sie vorweg nach retten würde, würde ich stumm schalten. Vater tot, bester Freund tot, Mama krank und mein Herz gestört. Alles leichter zu verdauen, als Tracks von BRZ zu hören. Besser guck, stell dich überall in den Hintergrund. Wenn du verplanter Bastard nochmal laut bist, mach ich dich kaputt. Auch geil geflowt, ne? In den Hintergrund, wie er das so rappt. Nice, geil betont. Mama krank und mein Herz gestört. Alles leichter zu verdauen, als Tracks von BRZ zu hören. Pisser, guck, stell dich in den Hintergrund. Nice. Dich überall in den Hintergrund. Wenn du verplanter Bastard nochmal laut bist, mach ich dich kaputt. Sind sie 0815, diese Rapper, die hier rumlungern? 0815 wäre zu viel, die sind doch schließlich Nullnummern. Doch nice. Einfach cool, werd es sicher nicht missen. Für mich, glaube ich, mit der beste Part. 15 wär zu viel, die sind doch schließlich null. No Mann, Jottima war cool, werd es sicher nicht missen. Deutschraps Zukunftsgeschichte, written by written. Nice. Sehr runder Part, geil. Für mich mit der beste so. Auf jeden Fall. Ich feier den. Ich fand die Tracks auch sehr geil.
Im Turnier, hat mir auch im Turnier, ist mir so, auch jetzt so nach der ganzen Zeit, am ehesten noch im Kopf geblieben von allen Teilnehmern. So positiv im Kopf geblieben einfach. Dass ich so weiß, ah, ja Mann, der war nice. Also der Written war für mich auf jeden Fall so eine Neuentdeckung. Ich kannte den gar nicht, find den aber geil. Werd es sicher nicht missen, Deutschraps Zukunftsgeschichte, Written by Written. Eine Kugel für jeden, der hier ein ekelhaftes Spiel spielt. Diesen Titel hat die größte Fotze hier gewonnen. Alter, wie was mit Unleashed Beat und deinem Mark 4 Beat. Eine Frage, wieso rap dann Flow auf diesem Song, Dicker? Von euch lass ich mir nie wieder meinen Kopf zerficken. Ich nenne Neo einen Hund, der muss die Scheiße auch noch mischen und ja, aber geil, Digga. Ich nenne Neo einen Hund, er muss die Scheiße auch noch mischen, Digga. Dreckig. Ja. Hätte ich jetzt, also ich hätte jetzt aus Prinzip gar nicht gemischt, Digga. Hätte ich roh abgegeben. Lass ich mir nie wieder meinen Kopf zerficken. Ich nenne Neo einen Hund, der muss die Scheiße auch noch mischen. Und jetzt laber mich nicht, ich mach, wie viel 100 du verdient hast. Guck mich an, ich hab auf einmal 13 ungewollte Vita. Bist doch nicht mal im Turnier, Mann, wieso stresst du und battles? Das einzig Mammut-ähnliche hier ist die Perle von Casual. Mal wieder Schellen in die Fresse, zieh dein Hobby-Mic ab. Und dieser Part geht noch was weiter, check mein Spotify ab. Morgana, Alter. Fand ich aber auch nicht schlecht. Fand ich auch einen nicen Part. Mein Hobby-Mic ab. Und dieser Part geht noch was weiter, check mein Spotify ab. Morgana, all diese Rapper kriegen ein paar Hiebe ab, Digga, du willst. Boah, der hat aber eine geile Delivery, ein geiles Acting im Video, Digga. Miese. Check mein Spotify ab. Morgana, all diese Rapper kriegen ein paar Hiebe ab, Digga, du willst Stress, ja, dann hol ich mir ein Feature. Was könnt ihr außer Copy and Pasten? Boah, auch geiles Video. Digga, du willst Stress, ja, dann hol ich mir ein Feature. Was könnt ihr außer Copy and Pasten? Ein fertig zerstückel euer Camp, so wie Jason. Ich box dir deine Plompen raus, du Stricher, es gibt Bomben für euch Wichser, bring dir Bässe und geschreib es dir, dein Trommelfell zerknittert. Ey, Digga, das ist für mich, glaube ich, mit eines der geilsten Parts von ihm. Der war mir halt im Turnier immer zu viel am Rumbrüllen, aber hier finde ich es einen geilen Mittelweg. Er ist zwar immer noch, er geht gut in die Fresse, aber gibt mir voll die Energie, Alter. Geiler Part. Copy and Pasten, ein fertig zerstückel euer Camp, so wie Jason. Ich box dir deine Plompen raus, du Stricher, es gibt Bomben für euch Wichser, bring dir Bässe und geschreib es dir, dein Trommelfell zerknittert. Es donnert und gewittert, deutscher Poppe ist am Zittern. Ich komm in deine Gegend mit dem Flitzer, pull den Trigger und die AK-Spray. Mango, Vocal, Casa, Flow, Gotcha, Bonnie und Christ. M-Doc, Detox, Lyrium, Freezy und KD65. Und der Doktor teilt dein Schädel in zwei. Ja, ja, gibt allen nochmal Props, Alter. Liebe geht raus. Freezy und KD65. Und der Doktor teilt dein Schädel in zwei. Wenn wir kommen, dann ist stay away. Try no Quicks, Lasko, Diamond, Jasper, Alien, Timothy und Pierce. Hey, warte mal, aber ist nicht der Erstplatzierte, war doch Flow, oder? Also Flow kam als Erster und Morgana als Finalteilnehmer als Letzter. Auch eine coole Sache. Lasko, Diamond, Jasper, Alien, Timothy und PRZ. JMA. Fritten Last 3 von Killestick, Scotcher, Arrows am Mike. Ja, okay, krass. Also ich weiß ja nicht, wie ihr es seht. Was war denn für euch der beste Teil, wenn man das jetzt so in drei Beats aufteilen würde? Für mich war es, glaube ich, der dritte. Ich glaube, ich würde es genau rückwärts zählen. Ich glaube, der dritte Teil war für mich der beste, dann der zweite und dann der erste. Obwohl ich Frank ganz geil fand. PRZ fand ich eigentlich auch ganz geil und Flo auch. Ah, fuck, das ist eigentlich schwer. Schwierig. Aber der dritte ist für mich, glaube ich, der beste gewesen. Erster, ja, ich frage nicht nach dem besten Part. Ich meine so allgemein, wenn wir die drei Teile nehmen würden, ne? Also mit allen Leuten drauf. Erste, dritte und zweite. Das Beste kommt zum Schluss. Erste, okay, 3-1-2. Ich glaube, der dritte Teil für mich tatsächlich. Und der beste Part, meiner Meinung nach, Casa natürlich. Ja, ist ja klar. Und danach Britain, würde ich sagen. Britain hat mich schon so mit am meisten abgeholt, würde ich sagen. Aber ich finde, die haben alle ganz geil abgeliefert. Wenn ich jetzt so, nee, also was mir jetzt, wenn ich so am schwächsten fand, jetzt so innerhalb des Mammut-Mixes, war dann wahrscheinlich eher hier Sticks, war einfach Englisch so, damit kann ich halt nicht so viel anfangen, ne, mucke-technisch. Und Lyrium. So, das waren, glaube ich, für mich eher so die Dinger, mit denen ich jetzt nicht so viel anfangen konnte. Bei Lyrium lag es eher vor allem thematisch so ein bisschen, da war halt ja viel, der halbe Part irgendwie mit so einem, ja, hat vom Thema her irgendwie unangenehm. Ja, aber so würde ich es, glaube ich, einranken, so im Groben und Ganzen. Ja. Ich fand, da waren allgemein geile Parts drin. War jetzt nicht, also ich fand jetzt zum Beispiel, wenn man so einen JBB-Mammut-Mix nimmt, dann gab es da oft schon sehr unangenehme Parts drin. Aber ich finde, hier war das eigentlich recht entspannt. Also keiner hat so richtig reingeschissen. Das ist ja dann manchmal auch Geschmackssache. Bei Lyrium war es halt einfach das Thema nicht so meins. Und bei Sticks halt einfach so dieses Sprachding halt, ne? Das Englischding. Aber keiner hat so reingeschissen. Also im JBB-Mammut-Mix, da gab es schon immer mal hier und da einen Part, der war vielleicht, der ist so ein bisschen, war vielleicht nicht so geil. Aber hier alle stabil abgeliefert. Ne? Kann man nicht meckern. Ja, aber stimmt, es fehlen echt viele, ne?
Wäre schon geil gewesen. Ein Riesending mit allen Teilnehmern. Ja gut, aber anscheinend wollten viele nicht. Ich lasse meinen Daumen hoch und baller euch das noch in den Chat. Ups. Ja, nicht den langen Link anklicken, da führt euch, glaube ich, nirgendwo hin. Ja, leider, genau. Die Mische leider auch nicht so top. Die war, also so in meiner Erinnerung, dafür im JBB wiederum ziemlich gut. Aber ich glaube, da wurde das auch anders gemacht. Hat das da einer gemischt oder jeder sein Part? Das weiß ich gerade gar nicht mehr genau. Ich weiß es nicht mehr, ob wir alle selbst mischen mussten oder es dort gemischt. Ach, ist ja einer gemischt, okay. Ja, aber da klang zumindest alles irgendwie halbwegs fett. Das klang ja alles irgendwie, ich meine, ich finde es nicht katastrophal, aber da wäre mehr drin gewesen, finde ich, oder?